Also der zweite Teil vom Zirbalbohrischen ist ein bisschen schwieriger wie der erste. Haben die zweiten Teile meistens so an sich. Der geht los verkehrt rum in der ersten Reihe und wechselt dann auf Zug auf die zweite Reihe. Und ihr seht, das ist ja das Gleiche, wenn in Druck. Quasi, der spielt einmal auf Zug erste, dann spielt er wieder Zug zweite, ist aber gleichzusetzen mit Druck erste. Okay? Nur nicht wundern, ich spiele es mal langsam vor. Ich fange an mit 3-5 und wechsle dann auf 2-4. Jetzt kommt der Wechsel in die erste Reihe. Und wieder erste Reihe. Jetzt kommt der Druck auf der ersten. So. Er schreibt es so. Allerdings geht der. Und da bin ich auf Zug gleich schon wieder auf dem. Deswegen darf ich den so spielen. Reihe wieder Zug. Dann fahren wir uns auf. Besser war es, wenn wir da so rauskommen. Probieren wir es nochmal. Da fangen wir an. Spül alles nur mal ganz langsam durch, schau, dass mir meine Finger gescheit seht, gell? Eine Schwierigkeit noch, den ich da, also dieser Mittelteil. Den spiele ich jetzt so, dass ich da schon übersteigen kann. Die ersten Hupfe. Genau. Schnell kann man das dann, also das ist, finde ich, die beste Möglichkeit, das, weil das sind lauter 16. Noten, die relativ schnell zum Spielen. Merkst du das? Da müsst ihr halt einmal schauen, wie ihr es hier am besten hinkriegt. Das ist nur mal wieder ein Serviervorschlag von mir. Dann springe ich den einmal. Einfach mal ausprobieren, wie es so macht. Gell? Das wäre es zum zweiten Teil vom Zirbalbohrischen.